Das Sandmännchen und Rotkäppchen. Die ersten Sterne leuchten am Abendhimmel. Noch sind es wenige, aber bald werden es Tausende sein. Das Sandmännchen schnallt das Säckchen mit dem Traumsand auf seinen Roller und schwingt sich auf den Sattel. Hup, hup, höhnt die kleine Hupe und schon knattert das Sandmännchen zum Märchenwald. Machst du das so? Im Märchenwald fliegt dem Sandmännchen eine knallrote Kappe entgegen. Die landet direkt auf seiner Hupe. Ui, was ist denn das? Wundert sich das Sandmännchen. Aber kaum hat es den Hut berührt, steht es schwuppdiwupp auf einer bunten Wiese, wo ein Mädchen gerade Blumen pflückt. Es trägt genauso einen roten Hut. Deshalb heißt es Rotkäppchen. Für wen ist der Strauß? Fragt das Sandmännchen. Für meine kranke Großmutter, sagt das Mädchen. Eigentlich wollte ich ihr Kuchen und Wein bringen, aber unterwegs traf ich den Wolf, der hat mir geraten, ihr auch schöne Blumen zu schenken. Der Wolf, fragt das Sandmännchen. Dann passt es ja gut, dass ich dabei bin. Pass gut auf, der kann ziemlich listig sein. Ja, mache ich, ruft das Rotkäppchen und läuft zum Haus der Großmutter. Dort steht die Haustür weit offen. Das ist aber eine merkwürdige Sache, meint das Rotkäppchen und geht vorsichtig hinein. Ist jemand zu Hause, ruft Rotkäppchen, aber niemand antwortet. Es öffnet die Vorhänge und entdeckt die Großmutter in ihrem Bett, aber sie sieht so anders aus als sonst. Großmutter, du hast so große Ohren, will Rotkäppchen wissen, damit ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen? Fragt das Mädchen nach. Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Rotkäppchen gibt sich noch immer nicht zufrieden. Großmutter, was hast du für ein riesiges Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Schon springt der verkleidete Wolf aus dem Bett und verschlingt gierig das Mädchen. Satt und zufrieden schläft der Wolf ein. Da schaut das Sandmännchen herein. Oje, das Rotkäppchen braucht sicher Hilfe, denkt es und sorgt dafür, dass der Wolf ganz laut schnarcht. So laut, dass es ein Jäger hört, der dort in der Nähe unterwegs ist. Nanu, wundert sich der Jäger, die alte Frau schnarcht doch sonst nicht so laut. Er geht ins Haus und entdeckt den Wolf. Dich habe ich lange gesucht, meint der Jäger und will das Tier erschießen. Halt, ruft das Sandmännchen, vielleicht hat der Wolf das Rotkäppchen gefressen. Der Jäger schneidet dem schlafenden Wolf den Bauch auf. Schon kommt das Rotkäppchen und die Großmutter lebendig heraus. Dem Wolf füllen sie dicke Steine in den Bauch. Als er aufwacht, hat er Durst und will an dem Brunnen Wasser trinken. Doch die Steine in seinem Bauch sind so schwer, dass er in den Brunnen fällt. Da habt ihr aber Glück gehabt, meint das Sandmännchen. Dann erzählt die Großmutter, wie sie der Wolf überlistet hat. Er sagte, wie sei das Rotkäppchen und bringe Kuchen und Wein. Aber als er hereingekommen ist, hat er mich schnurstracks verschluckt. Rotkäppchen freut sich, dass es der Großmutter gut geht, aber es ist auch sehr müde. Und darum verstreut das Sandmännchen jetzt den Traumsand und schenkt beiden schöne Träume. Und zwei kleine Traumsandkörnchen schweben auch zu dir. Gute Nacht und schlaf gut. Wir schlafen.